Und wir sind wieder auf der Terrasse und wollen einfach was frühstücken. So, genau, wir haben heute schon viel vor, muss ich sagen. Auch, hast du es gesehen gerade? Viel vor mit Zeitzi und sowas. Genau, und die nehmen wir hier wieder mit. Ich muss echt sagen, ich bin jetzt echt kaputt heute, aber ja. Trotzdem, wir sind so abgepowert und danach trinken wir wieder einen Kaffee. Das ist auch wieder erst dann. Und die erst dann sind wir richtig aufgepowert. Genau. This is the breakfast. Die essen schon. Genau, mit einem Orange Juice. Und jetzt lassen wir es schmecken. Also, wir gehen jetzt gerade runter. Ich wollte euch nochmal hier die View zeigen. Wir können auch das Skalaki Tower sehen. Wir gehen jetzt zur Party und der wird die Gegend erkundigen. So, wir steigen gleich jetzt in unseren Tram ein und fahren jetzt zu Ayia Sophia's und dann Ahmed hat diese Area dort. Aber das will ich wieder erzählen. Genau, sorry. Genau, wir sind jetzt hier am Party angekommen. Jetzt bei Sultan Ahmed und Ayia Sophia, da ist glaube ich da hinten. Genau, jetzt passiert mir ein bisschen, was eigentlich die Top-Kaffee-Palast gehen, aber wenn es teuer ist, dann gehen wir ganz ehrlich nicht. Wir waren schon mal halbwegs drin. Das war aber schon echt lange her, deswegen überlegen wir uns das noch einmal. Auf der anderen, weil ich glaube, es ist Free Entry, also mal schauen. Aber wir müssen was nur drüber anziehen, dass sie schön sind. Genau. Let's see, let's get a surprise. Kurz bevor wir reingehen, also für eure Information, liebes, kostet lieber einen Zahl selber mit, wenn ihr zu eurer Sitzung gehen wollt. Weil sonst müsst ihr welche brauchen, aber es kostet, glaube ich, 10 Lira für einen Scar. Dann ziehe ich einfach damit rein. Also wir sind jetzt in der Hagia Sophia drin. Es ist wirklich wunderschön hier. Aber ich kann mich erinnern, vor 10 Jahren konnte man auch noch hier hochgehen. Wir waren auch schon mal hier oben. Aber da es jetzt auch nur eine Moschee ist, das ist nur eine. Also es ist halt eine Moschee. Kann man jetzt nicht mehr hochgehen, glaube ich, aber es ist wunderschön. Also man muss sich auch nicht immer was auf dem Kopf tragen, deswegen haben wir jetzt Tuch bekommen? Hä? Ah, okay, ja. Ja, es ist wirklich schön hier, aber meine Erinnerung war es noch früher, was viel schöner. Und so alles, was man auch alles verboten hat. Aber sonst. So, ich muss ehrlich sagen, hier sind die Häuser richtig schön. Voll ästhetisch. Huch, ein Auto.
unsere nächste Destination. Wir sind jetzt hier am Topkapi Palace. Richtig schön. Bis jetzt. Also, jetzt gehen wir erstmal rein zum Garten und schauen uns das erstmal an. Angekommen. Wir suchen jetzt nur noch die Plätze, wo diese bunten Häuser sind. Wir suchen das gerade. Ja, wir suchen das noch also. Aber wir auch. Ja, es ist echt schön. Echt schön hier. Wow, ich bin geflasht. So, einfach echt schön. Du bist dann happy, wenn du da bist. Weißt du, die Farben sind so. Das ist alles farbenfroh. Ja. Also wir sitzen heute wieder bei Galant, weil es uns letztes Mal richtig gefallen hat und haben auch gerade bestellt. Hier ist Mimi. Genau, und ich bin excited wieder mal. Das ist echt ein guter Platz für Suites und so. Und hier ist auch die Galata Tower. Also, das ist unsere Ausbeute. Hier haben wir ein Eclair gefüllt mit Pistachien. Hier haben wir San Sebastian Cheesecake natürlich. Also, das soll auf jeden Fall nicht fehlen in der Istanbul-Reise. Das ist, glaube ich, so eine Tat auch mit Pistachien gefüllt. Was ist das hier? Okay, das ist auch etwas Neues. Und was ist so? Da drin ist so eine Creme mit Pistazien, ja. Und ich denke auch so ein bisschen Kuchen. Ah, okay. Und hier kommt auch noch unser Chai natürlich. Ja, da probiert jetzt das, was Aya bestellt hat. Ich glaube, das ist Schokolade mit Pistazienfüllung auch.
gut, aber wir sind genug bestellt. Genau. Und hier ist einmal das, was Caroline bestellt hat. Ich weiß nicht, das genau ist. Ich muss alles probieren, ja? Okay. Sind auch gut, aber würde ich mir auch nicht stellen. Also die Lamina. Die Sachen, was ich probiert habe, schmecken wirklich sehr gut, aber eigentlich ist es auch so ein Geschmackssache. Das ist eher so was, was speziell ist. Dieses Stück ist halt so Standard. Also, das ist auf jeden Fall, das muss man sich auf jeden Fall holen. Ich hab's immer doch mit irgendwas jedem gefallen. Das andere ist so, vielleicht nicht jedem wird das gefallen, aber ich bin lecker.